Oder so. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken und Haschisch zu rauchen in der Clique. Zu dem Haschisch kam dann irgendwann Speed, dann irgendwann Kokain. Kurz darauf, also als ich 16, 17 war, kam Heroin dazu. Das hat man dann am Anfang genommen, hat es erst durch die Nase genommen, dann später wirklich injiziert. Ja, das ging dann sozusagen also fast 14 Jahre lang so, mit eben der Unterbrechung, den entsprechenden Therapieaufenthalten, Haftzeiten. Und 1992 bin ich von der Krankenkasse als nicht mehr therapiefähig eingestuft worden. War dann bei meinem Drogenberater und der hat mir eine Zeitung gegeben, die hieß damals noch Neues von Sünnermann. Hat er gesagt, wenn du noch irgendwas in deinem Leben ändern willst, dann gehst du am besten zu Sünnermann. Mehr kann ich für dich auch nicht tun, hat die Tür zugemacht und das war's. Ich heiße Ulrich Letsch, bin jetzt 46 Jahre alt, eigentlich aus der Nähe von Köln. Bin hier in der Funktion des Hausleiters, das heißt, ich leite das Haus Bernburger Straße. Wir haben ja noch ein paar andere Häuser. Bin seit 2002 Mitglied des Vorstandes der Stiftung Synanon. Also Stiftung Synanon bzw. Synanon ist die größte Suchtselbsthilfe in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten hier als reine Selbsthilfe, ohne Therapeuten, ohne Psychologen, ohne medizinische Begleitung in Selbsthilfe. Also Synanon gibt es seit 1971, ist damals als e.V. gegründet worden, hieß damals allerdings am Anfang noch Release, nicht Synanon. Diese Umbenennung ist erst 1974 erfolgt. Seit 1982 gibt es die Stiftung Synanon. 1997 war Synanon eigentlich pleite. Der e.V. hatte da wirklich, sag ich mal, wirtschaftliche Misserfolge zu verzeichnen gehabt. Man hat sich dann einen bekannten Berliner Unternehmer gewandt, der den um Unterstützung gebeten, was der auch dann gemacht hat. Wir haben dann alles sozusagen, die Stiftung hat 1998 die Aufgaben des EVs übernommen in Berlin, alle Suchthilfeaufgaben, die hier anstehen. Und seitdem ist die Stiftung der Träger dieses Hauses auch. Und seitdem haben wir es auch geschafft, Synanon auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen. Ich heiße Gunda Necke, bin 48 Jahre alt, lebe seit September 2 Jahre in Synanon und ich bin polytox, das heißt vielfach abhängig. Ich habe alle möglichen Drogen genommen. Ich habe wie alle anderen Jugendlichen auch erstmal angefangen mit Alkohol. Das haben die Erwachsenen vorgelebt, das haben wir gesehen, das kennt ja jeder irgendwie. Und, das habe ich ausprobiert. Wir hatten auch so eine alte Turnhalle, da konnten wir machen und tun, was wir wollten. Da haben wir dann natürlich ganz viel Alkohol getrunken. Und ich weiß nicht, mir war das immer, ich wollte immer noch irgendwie noch einen oben drauf packen. Das war mir dann zu langweilig, so alle, das zu machen, was alle gemacht haben. Ich habe dann bei meiner Mutter aus dem Medizinschrank noch ein paar Tabletten dazu getan. Und ich kann mich auch erinnern, ich war ganz furchtbar enttäuscht, als ich meine erste Pfeife geraucht habe mit Haschisch. Da habe ich gedacht, oh je, das war es jetzt, das soll jetzt so gefährlich sein. Ich habe also kaum was gemerkt, aber irgendwie habe ich gedacht, na, da muss doch was dran sein und habe immer wieder probiert und habe dann es auch gar nicht so gemerkt, dass ich mit der Zeit abhängig wurde. Ne? Ja, Gunda ist einer der wenigen Frauen bei uns im Haus, leider. Wir haben leider nur einen Anteil von 10% an Frauen hier im Haus. Und Gunda ist eine der wenigen, die auch sehr viel in den Laden in Synanon wieder reinbringt, muss man einfach mal sagen. Gunda ist hier derzeit auf dem Poloplatz beschäftigt, leitet diesen Zweckbetrieb auch als Arbeitsbereichsleiterin, hat also auch die Verantwortung für den Bereich, für die Leute, die dort arbeiten und auch für die Tiere, die dort gepflegt werden. Wir fahren nach Frohnau, zu unserer Reitschule. Also meine Aufgabe ist die, dass ich genau wie die anderen auch einfach die tägliche Arbeit verrichte, wie das Ausmisten, die Pferde auf die Weide bringen, die Pferde auch zum Teil pflegen, putzen, die Hufe auskratzen. Hey, guten Morgen, guck mal, wir haben Besuch. Ja, dann habe ich mich mit meinen 17 Jahren auch noch in einen von den Jungs verliebt, der schon 6 Jahre drauf war auf harten Drogen. Und
ich wollte den retten sozusagen und habe ihn mitgenommen nach Nordfriesland und habe gesagt, da gibt es keine Junkies bei uns in der kleinen Stadt und wir schaffen das auch ohne, und habe den mitgenommen. Ich habe halt wie alle anderen Drogen verkauft. Ich habe Apothekeneinbrüche gemacht, Schecks gefälscht. Wir sind nach Amsterdam gefahren, haben da irgendwelche Dealer beklaut, die sind mit Pistolen hinter uns hergerannt, haben auf uns geschossen. Es war wie im Film, man erlebt es auch so ganz unwirklich eben. Es war dann auch so eine Situation für ihn eingetreten, wo es hieß, 3 Jahre ins Gefängnis oder Therapie. Und er hatte auch schon viele Therapien vorher besucht, dass er keine Kostenzusage mehr bekommen hat für irgendeine Therapie. Und da blieb nur noch Synanon übrig, weil Synanon auch Leute aufnimmt ohne Kostenzusage. Und ich wusste überhaupt gar nichts über Synanon, absolut gar nichts. Und ich wollte einfach nur auch aufhören und mit ihm zusammenbleiben und bin mitgefahren nach Berlin. Wie lange bliebst du zu der Zeit im Synanon? 9 Jahre lang. Ich habe nach 6 Jahren geheiratet, habe dann mein absolutes Wunschkind, den Johannes, zur Welt gebracht. Und ja, als Johannes 2 war, haben mein Mann und ich uns getrennt. Und ich bin dann auch ausgezogen aus Synanon. Ich habe einen Kardinalfehler gemacht und habe gedacht, dass ich nach 10 Jahren Nüchternheit einfach mal ein Gläschen Sekt trinken kann zum Geburtstag meiner Schwester. So, naja, ach, jetzt bin ich so lange nüchtern und ein so ein Gläschen Sekt kann ich ja trinken. Also ich sage heute immer so ein Spiel mit dem Feuer, das ich nicht mehr wagen möchte, ja, oder einfach auch nicht mehr will und auch nicht mehr kann. Ich kann es nicht kontrollieren. Studiogebühr. Also anfangs habe ich schon ganz schön zu kämpfen gehabt, ne? Bin ja auch schon ein altes Mädchen, nicht mehr ganz so jung. Wir stehen sehr früh auf morgens, um 5. Um 6 fahren wir dann los, raus auf unseren Reithof, und dann geht es los damit, dass wir die Pferde auf die Weide bringen, einige. Und dann misten wir die Ställe aus. Was ganz wichtig ist, habe ich vergessen, die kriegen natürlich erstmal Futter, wenn wir da ankommen. Darauf warten die auch, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig, dass man die Tränke überprüft, dass es funktioniert, weil ein Pferd bis zu 60 Liter Wasser am Tag trinkt, ne? Und wenn es mal 2 Tage kein Wasser kriegt, wird es richtig lebensgefährlich. Ich habe meinen Mann, der immer noch in Synanon lebte, angerufen und habe gesagt, habe meinen Rückfall verschwiegen und habe ihn gebeten, Johannes zu sich zu nehmen, hier zurück zu Synanon. Und dann war für mich so mein Kind in Sicherheit. Und dann habe ich noch mal so richtig Gas gegeben, bis ich mich dann auch entschieden habe, wieder aufzuhören und zurückzugehen zu Synanon. Ich bin dann nochmal ausgezogen, habe mich mit einem Lebenspartner zusammen in der Lutherstadt Wittenberg, habe da gelebt und wir haben zusammen gearbeitet, haben uns was aufgebaut und haben dann uns ein Haus gekauft, ein sehr großes, und haben davon geträumt, da so eine Motorradkneipe draus zu machen. Ja, da wurde nichts draus. Er hat sich von mir getrennt, hat sich eine sehr viel jüngere Freundin gesucht, und das habe ich nüchtern nicht verkraftet. Ja, ich bin dann nochmal rückfällig geworden. Ich habe dann ganz viel getrunken und später dann täglich geraucht, von morgens bis abends. Ist das her? Bitte? Wie lange ist das her? Das ist jetzt über 2 Jahre her. Also im September war ich jetzt 2 Jahre wieder nüchtern hier.
der Szene gilt Synanon als unheimlich hart. Also, und dabei ist Synanon nicht hart. Wir sind eigentlich nur klar. Wir haben ganz klare Regeln und diese Regeln erklärt man dir auch. Als ich hier angekommen bin, bin ich auf die obligatorische Holzbank gekommen, die ihr unten gesehen habt. Die sogenannte Synanon-Bank. Da setzt man sich hin, dann kommt ein netter Herr, der erklärt dir die drei Regeln von Synanon. Das heißt, keine Drogen, kein Alkohol, keine bewusstseinsverändernde Mittel, keine Gewalt oder deren Androhung und nicht rauchen. Und dann fragt man dich, möchtest du das? Und dann kannst du sagen ja oder nein. Bei nein wird man dich freundlich wieder verabschieden. Und wenn du sagst ja, dann wirst du aufgenommen, kommst ins Haus, man nimmt dir die Sachen erstmal weg. Du kriegst also 4 Wochen lang eine Latzhose an und du durchläufst das ganze Prozedere. Also wenn du hier hinkommst als Neuaufnahme, hast du die ersten 3 Monate eine Kontaktpause. Die hat eigentlich wirklich den Sinn, dass man wirklich merkt, dass man auf sich gestellt ist und dass man hier im Hause ankommt. Also das ist eigentlich der Hauptaspekt. Natürlich der Schnitt mit draußen. Also wenn du draußen auf der Szene gelebt hast in irgendeiner Form, macht es wenig Sinn, wenn du diesen Kontakt aufrechterhältst, sondern du musst wirklich das begreifen, dass hier ein neuer Abschnitt stattfindet. Dazu auch die Latzhose, die man dir am Anfang anzieht. Du hast am Anfang die ersten 8 Wochen Synanon-Sachen an. Und erst nach den 8 Wochen bekommst du deine Privatsachen zurück, entsprechend auch die Kleidung, die ist dann gewaschen und gereinigt und hast dann deine Privatsachen wieder zur Verfügung. Also bei uns heißt es so schön, kalter Entzug in warmer Atmosphäre. Das heißt also wirklich, du hast hier eine Begleitung, die zu notfalls auch 24 Stunden begleitet. Du wirst hier mit allem versorgt, du kriegst Tee, Wärmflasche, kannst baden, duschen. Also diese ganzen klassischen Geschichten, die vielleicht etwas helfen, den Entzug zu lindern. Und ansonsten musst du da durchkommen. Ja, man muss jetzt mal sagen, die ersten Wochen sind das entscheidend. Also es ist so, dass ungefähr ein bisschen mehr als 70% innerhalb der ersten 8 Wochen wieder gehen. Das liegt zum großen Teil daran, dass die Leute dann noch im Entzug gehen. Oder wenn sie den Entzug gerade abgeschlossen haben, wieder gehen, weil sie meinen, sie hätten sich körperlich und geistig regeneriert. Hier kommen Leute mit allen möglichen Süchten hin. Also das heißt also wirklich, die klassischen Süchte, jetzt sage ich mal Heroin, Kokain, Alkohol, diese ganzen Geschichten. Mittlerweile natürlich auch die ganzen neuen Drogen, Speed, Crystal, Ecstasy, diese ganzen Sachen. Aber es gibt auch Leute, die sind spielsüchtig. Es gibt Leute, die haben vielleicht noch gerade bei Frauen eine Bulimie mit verbunden oder Magersucht, Fresssucht, diese ganzen Geschichten. Ich bin der Sascha, bin 24 Jahre alt und der Grund, warum ich bei Synanon bin, ist, weil ich ein nüchternes Leben erlernen will. Also ich mache eine Ausbildung als Maler und Lackierer, was Kreatives, was mit Gestaltung zu tun hat, das glaube ich, kann ich ganz gut. Da kann ich mich ein bisschen ausleben. So. Wie lange machst du jetzt schon Malerbetrieb? Seit knapp 1,5 Jahren. Ja, wir machen eigentlich fast alles, so. Also hauptsächlich Renovierung, Instandhaltung, Tapezieren, Streichen, Spachteln, Malern. Ja, wir fangen um 8 Uhr an und hören in der Regel um 16.30 Uhr, 17 Uhr auf. Aber wir machen unsere Arbeit immer zu Ende, das heißt, wenn es noch mal länger dauert, dann warten wir mal bis 18, 19 Uhr oder so. Also leben tue ich in Synanon seit dem 2.11.2004, das sind jetzt so 3 Jahre, 3 Monate in etwa. Ne? Und der ausschlaggebende Grund, warum ich hier hingekommen bin, war, dass ich am Ende in einem Obdachlosenwohnheim gewohnt habe, in Kreuzberg. Und natürlich da auch Drogen konsumiert habe und mir ging es halt gar nicht gut. Also das erste Mal konsumiert habe ich mit 13. Das war meine Einstiegsdroge, war Kokain. Und das war aus Neugier. Ich wollte mit dazugehören und dann habe ich das einfach genommen, ohne nachzudenken. Ne? Eine Therapie vorher habe ich noch nie gemacht. Synanon kannte ich auch vorher nicht. Es war so ein besagter Abend, da bin ich dann irgendwann spät zu mir gekommen, so habe meinen Rausch ausgeschlafen und und dann fühlte ich mich auch ziemlich beschissen und wusste auch nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Und dann kam ich so ins Grübeln und dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich irgendwie nichts auf die Reihe kriege und das kann irgendwie alles nicht so weitergehen. Ich habe nichts gesehen, was mich da irgendwie rausziehen kann. Und habe dann so langsam, aber sicher über Selbstmord nachgedacht.
Ja, und in dem Moment hat meine Mutter angerufen, einfach so, um zu fragen, wie es mir geht. Und da war ich ehrlich zu ihr und habe gesagt, dass mir ziemlich scheiße geht und dass ich überlege, dass ich mir halt was antue. Ne? Und da hat sie direkt geschaltet, ist dann dahin gefahren, hat mich abgeholt und erstmal mit zu sich nach Hause genommen. Und da hatten wir dann ein längeres Gespräch und da fiel dann der Name Synonym. Okay, schönen guten Abend. Derzeit leben bei uns im Haus 121 Personen, davon 9 Frauen und 112 Männer. Wir hatten letzte Woche 14 Aufnahmen, eine Krisenübernachtung und 5 Abgänge. Noch was von der Ausleitung. Zurzeit gehen offensichtlich Leute mit den Nahrungsmitteln nicht vernünftig um. Da werden irgendwelche Sachen irgendwo in Gefäße reingestopft. Die Sachen werden nicht vernünftig entsorgt und so weiter. Wer sowas macht, signalisiert natürlich ganz klar, dass er nicht gerne in der Gemeinschaft leben möchte, ja, und nicht vernünftig mit den Dingen umgehen kann und fliegt natürlich, wenn er erwischt wird, raus. Ich möchte also jeden darauf aufmerksam machen, darauf zu achten. Eine nüchterne Woche. Ja, schönen guten Abend von der Malerei. Wir dürfen zwei neue Leute bei uns begrüßen. Das hat zum einen der Bartos Mesic, die Partnerschaft bei Lechmanien. Und der Sören Schanke, die Partnerschaft von Klaus-Dieter Borchert. Wir haben zurzeit die Kreuzstraße, dort werden wir die alte Tapete abreißen. Und in der Bergstraße die jetzige Woche Laminat verlegen. Nicht eine Woche von der Malerei. Und auch aus der Hauswirtschaft waren drei Leute da, die uns geholfen haben. Das war einmal der Bilal Alkan, Robert Martens und Andy Moos. Nach anfänglichem Respekt vor den großen Tieren waren sie dann nachher ganz stolz, auch mal eins an der Leine zu führen, auf die Weide zu bringen oder aus dem Stall zu holen. Das ist immer ganz nett zu beobachten. Eine erfolgreiche und nüchterne Woche wünscht euch die Hauswirtschaft. Guten Appetit. Also da sind die Gruppen, also das Herz von Synonym eigentlich, ne? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und da haben wir die Möglichkeit, über uns zu sprechen, über unsere Probleme, über Probleme, die wir mit anderen Leuten haben, weil wir sind unter Tage nett und freundlich zueinander und haben halt die Möglichkeit, wenn dann irgendwie mal Disput gibt mit jemandem, dann einen Zettel zu schreiben, da schreibe ich dann meinen Namen und den Namen des anderen drauf. Packt den in eine Box und dann wird das registriert und dann schreibt man mich und den halt auf eine Gruppe zusammen, in so einen Gesprächskreis mit ca. 10, 12 anderen Leuten. Und da habe ich dann die Möglichkeit, das zu klären. Klaus, dich würde ich gerne mal sagen. Ja? Ich habe am Samstag zu dir gesagt, pass auf, wir haben zwei neue Leute im Zeckbetrieb. Der Sören, du übernimmst die Patenschaft. Du gehst gleich mit dem spazieren, mit neuen Leuten. Geh mal auf ihn zu. Ja? Ja, alles klar. Ja? Also du hast eingewilligt und da gehe ich einfach auch davon aus, dass du es verstanden hast. So, heute Morgen sagst du mir, du hast kein einziges Wort verstanden und zwischen Tür und Angel bräuchte ich da gar nicht anquatschen und eigentlich müsste ich dir auch noch eine Einweisung geben oder dir zumindest irgendwie, weiß nicht, müssten wir noch ein längeres Gespräch darüber führen. Ich weiß nicht, wie lange du da bist. Ja? Und eigentlich müsstest du doch wissen, ja, wenn wir nur einen Mann kriegen, ist es doch relativ unkompliziert. Du kümmerst dich einfach um ihn. Du nimmst ihn Montagmorgen mit. Ja? Und den Rest, den habe ich schon erledigt. So, dann, du sagst heute Morgen, du hast kein Wort verstanden, so, was ich von dir will. Wa? Dann habe ich dir gesagt, dass wir miteinander geredet haben. Ja? Und da sendest du mich dann auf einmal einen Arsch am Telefon, weißt du? Und da habe ich schon auf jeden Fall ein Problem mit, weißt du? Ist einfach so. Und das würde ich gerne mit dir klären. Weil wir müssen auch noch miteinander arbeiten. Und wir sollten uns auch morgen wieder in die Augen gucken können. Na? Und deswegen denke ich mal, sollten wir uns mal unterhalten, oder nicht? Arbeitsscheu bist du. Ständig bist du nicht da, wenn man dich braucht. Du drückst ab, wo du kannst. Und jetzt zum Thema mit Einweisung. Klar, will ich eine Einweisung haben. Ist noch ja nicht lange her. Da wart ihr im ganzen Haus der Meinung, dass ich für neue Leute der letzte Dreck bin. Verstehst du? Damit die abhauen, wenn die mit mir zusammen sind. Also möchte ich ohne Einweisung haben, um erstmal zu hören, wer das überhaupt ist. Sag dir mal was, Alter. Ich gebe seitdem ich hier bin Gas, wa? Ich war bei den Umzügen, da habe ich Gas gegeben, ja. Und seitdem ich in den beiden Malern bin, gebe ich auch Gas. Ich mache das, was ich kann, weißt du, und ich mache es so gut, wie ich kann, ja.
Ja? Und ich weiß nicht, du bist jetzt seit 2 Monaten bei uns, ja? Ja. Und du machst auch komische Luft, sag ich dir ganz ehrlich. Du sagst deine Meinung geradeaus, muss man sich dran gewöhnen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber diese Scheiße, die hast du mir doch noch gar nicht gesagt. Das höre ich dann, weiß nicht, das höre ich dann jetzt zum ersten Mal, seit 2 Monaten, ja? Dass du denkst, dass ich ein Abzieher bin oder was. Da fühle ich mich ein bisschen verarscht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja? Und das kommt dann immer in so Situationen, wo wir aneinander geraten. Ja? Da wirst du mir dann 1000 Sachen an den Kopf oder so, weißt du? Wo ich dann denke, Alter, was war denn vor 1 oder 2 Monaten? Keine Ahnung, weißt du? Da solltest du mal schnell ändern. Ja? Hier ist der Rahmen, ja? Da kannst du mir das sagen, ja? Womit du nicht einverstanden bist. Ja? Aber erzähl mir nicht, dass ich ein Abzieher bin und meine Arbeit nicht mache, Kollege. Ja? Ja. Nee, aber ganz bestimmt nicht. Aber hundertprozentig. Also das wollen wir jetzt hier überhaupt gar nicht von dir hören, Junge. Wenn du das 2 Monate lang nicht hinkriegst, ihm das zu sagen, wenn du das von ihm hältst. Mann, du bist jahrelang hier. Bist du denn? Und hast das immer noch nicht kapiert, dass du den Leuten das auf der Gruppe sagen sollst, wenn du was hast. Trotzdem wusste ich nicht, wer der Mann ist, der Neue. Mann, darum geht's doch ja nicht. Ja, aber geht doch um dich hier, Kollege, gerade. Ja, geht doch nicht. Ist ja nicht dein erster Zweckbetrieb, wo du so durchläufst. Das hat mich schon gut angebracht. Das ist doch nicht der erste Zweckbetrieb. Wenn ich früh um 3 Uhr sehe, dann ist der Reise genauso. Hörst du doch, ja, gib zu. Also mir hat es geholfen. Also ich habe da wirklich Probleme angesprochen, das hätte ich vorher nie im Leben gemacht. Ne? Also wirklich Sachen, die mich innerlich so auch angefressen haben. Ne? Die man einfach eigentlich normalerweise nie ansprechen würde, weil man doch dann schon so ziemlich, ja, wie soll man sagen, das sind einfach, ja, jeder hat seine Geheimnisse und die habe ich da einfach offengelegt. So, ne? Und nach dieser Diskussion gibt es dann für alle immer ein entsprechendes Stück Kuchen. Jeder nimmt ein Stück Kuchen dazu, trinkt noch ein Teechen und man steht auf und die Sachen am nächsten Tag fangen wieder neu an. Also von der Altersstruktur her ist es so, dass bei uns Menschen leben von 17 im Lebensalter, also jetzt von 17 Jahren an bis zu 76. Von der Berufsstruktur ist es der Bauarbeiter jetzt in Anführungsstrichen, ohne das jetzt in irgendeiner Form, oder der einfache Handwerker, ohne das jetzt irgendwie da abwerten zu wollen in irgendeiner Form, bis zum Biologieprofessor. Also da verschwimmen die Grenzen. Die Sucht macht da auch gesellschaftlich oder vor gesellschaftlichen Grenzen keinen Halt. Selbsthilfe heißt ja eigentlich, wir wollen dich selbst in die Lage versetzen, dass du irgendwann mal unabhängig von Synanon draußen ein selbstbestimmtes Leben drogenfrei, kriminalitätsfrei führen kannst. Mhm. Dazu sollst du hier die Schritte machen. Es ist nicht immer einfach hier zu leben und es ist oft auch anstrengend, ja. Aber ich denke, es braucht auch Menschen hier, die gerne hier sind und die das auch ausstrahlen. Das Wichtigste, was ich hier gelernt habe, neben der ganzen beruflichen Geschichte, ist eigentlich, dass das Leben noch viele andere Seiten zu bieten hat und viele Seiten, die auch wirklich Spaß machen können. Also wenn mir das hier keinen Spaß machen würde, auch nach den 15 Jahren, dann wäre ich nicht mehr hier. Was habe ich vor? Ich möchte gerne meine Ausbildung fertig machen, also bestehen, die Gesellenprüfung. Meinen Führerschein möchte ich gerne noch machen. Und dann möchte ich mir so viel Werkzeug wie möglich zusammensammeln, um draußen ein nüchternes Leben zu führen, so lange wie es geht. Ne? Im Moment geht es mir so, dass ich mir gut vorstellen kann, noch einige Jahre hier zu leben, weil ich gerne in der Gemeinschaft lebe und weil ich für mich ganz persönlich auch ein Mensch bin, der gerne anderen weiterhilft. Also für mich gab es eigentlich nur die Alternativen, entweder zu Synanon zu gehen oder wirklich zu sterben. Also da gab es keine großen Alternativen mehr. Ich war gesundheitlich ziemlich am Ende, hätte keine Chance mehr auf eine gesetzliche Therapie gekriegt, weil ich da einfach abgeschrieben worden bin von den gesetzlichen Krankenkassen und da wäre nicht mehr viel geblieben. Also ich bin natürlich froh, also mein Leben hat nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Ich meine, 15 Jahre Drogen nehmen ist ein Abschnitt, den man hatte und da gucke ich auch darauf zurück, das habe ich auch nicht vergessen, das werde ich auch nicht vergessen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das überlebt hätte. Wenn ich meinen Sohn nicht gehabt hätte, glaube ich nicht, dass ich hier noch sitzen würde. Wenn ich nicht zur Synanon gegangen wäre, in erster Linie denke ich mal, wäre ich vielleicht tot. Ob nun durch Selbstmord oder durch Drogen, ist eigentlich fast das Gleiche. Ne? Oder bei einer stationären Therapie.
Keine Ahnung, habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ja, Sucht ist eigentlich die Definition, dass du nicht mehr über dein Leben frei bestimmen kannst. Der Suchtstoff bestimmt dein Leben, nicht mehr du. Also das heißt in dem Fall jetzt bei mir war es ganz klar, also ich habe nicht entschieden, wie mein Tagesablauf draußen oder außerhalb war, sondern Heroin hat bestimmt, wie mein Tagesablauf war. Und wenn du das merkst und dir das eingestehen musst, dann merkst du wirklich, du hast ein Suchtproblem. Ich habe es mir nicht eingestanden. Ich habe es mir bestimmt 10 Jahre lang nicht eingestanden. Also wenn ich so zurückblicke, muss man wirklich so sagen, in den 15 Jahren, die ich Drogen genommen habe, waren die ersten 3 Jahre wirklich nett. Haben Spaß gemacht, nette Clique gehabt oder so. Mittlerweile gibt es von der Clique keinen mehr. Die sind mittlerweile alle verstorben, muss man einfach mal so sagen. Dann die ganzen Stufen, die man hat. Also ich meine, ich habe auch alles durchlaufen. Ich habe in Amsterdam gelebt, also wirklich alle Höhen und Tiefen durchlaufen und letztendlich einfach Glück gehabt, irgendwann hier diesen Weg zu Sünderland zu finden. Und für mich war es einfach hier meine Rettung, muss ich ganz einfach so sagen.